Hey Leute, wir nehmen uns heute mal ein bisschen Zeit für das neue Event, Reise nach Tsurumi. Und wir müssen mit Kefreen reden. Auf jeden Fall nehmen wir irgendeine unbekannte Mission an. Guten Tag, Mr. Ruinpolos. Jo, der hielt sich und wir müssen zurück zur Abenteurergilde. Nice. Lass mal überlegen, wie ich überhaupt das Team baue. The campaign begins. As per our contract. Wish me luck. Ich meine, wir bauen für die Sache Elektro. Ich weiß nicht, ob Ball sich da macht, aber das war vorher im Event zu sehen bei der Sondervorstellung. Rosina Lichtnägel. Aiesha's Chaos Detektor. Den können wir jetzt als Hilfsmittel ausrüsten. Wir haben 4 Untersuchungen. Let's check it out.
Leave it all to me. Access denied. Warte, bis die Zeit reif ist. Ist das vielleicht über mir? Herausforderung abgeschlossen. Markieren wir uns das mal als Herausforderung, weil irgendwie kann man es ja nicht abschließen zurzeit. Schauen wir uns die nächste an. Da werden wir erstmal Elitschulz wegräumen müssen. Da stehen allgemein immer sehr viele in der Ecke. Bin ich mal gespannt. Next on the agenda. Was mich mal interessiert ist, gelten die für Errungenschaften? Auf Schatzsuche 521, die gelten also als Sachen. Pretty sure. Wir confirms mal kurz hier. 1077. Beautiful treasures are a cause for happiness.
1078. Max Truhen Count erhöht. Ich hoffe, die sind nicht mega RNG. Ich hoffe, das erste, was man findet, ist immer die Kiste. Healthy body, healthy mind. Wieder eine Herausforderung. Born of ice and frost. Mhm. Noch ein Bauteil. Natürlich ein interessantes Konzept, ne, mit den ganzen Herausforderungen über die Karte verstreut. Das ist auch ein sehr komischer Platz, so mitten im Fluss unten drin. Wenigstens sollten da kaum Monster sein, also da gibt es nur die Schatzräuber, soweit ich weiß. Buggy? Okay. Irgendwo hier in der Mitte. Da. Wir haben die Herausforderung gefunden als erstes. Nicht so schön. Ich hätte gerne eine Truhe. Nicht, dass ich am Ende die Truhe nicht finde. Das würde ich nämlich bitter finden. Wir haben die Truhe. Dann haben wir da auf Tatarasuna noch ein Teil, das letzte. Das ist bei den Hilichurl-Camps, denke ich. Das war die Richtung, oder? Ja. Bin ich mal gespannt, was dann überhaupt passiert, wenn wir dann den Tag 1 jetzt gemacht haben. Ob das so ein Ding ist, wo du wirklich alle 3 Tage haben musst, um die Herausforderungen zu machen. Oder ob die sich jetzt gleich durch irgendwas, wenn man die kombiniert, aktivieren.
way behind schedule. Nein, ich wurde getroffen. Was hier zwischen ist was? Okay, wir haben die Truhe. Ja, dann haben wir auch einen Max-Count so in der Summa gerade dazu, ne? Was ist die Herausforderung? Sind immer vier Sachen pro Gebiet bisher gewesen. Ja, und irgendwie passiert jetzt gar nichts mehr, oder wie? Das war's, hä? Wir kehren nochmal zurück zum ersten, einfach just for fun. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Next on the agenda. Hat sich auch nichts getan, die steht ja einfach so rum. Also sind die zurzeit nicht aktivierbar. Kommt man bestimmt am Ende nochmal hin, wenn man alle Sachen gemacht hat und da steht dann überall so ein Ruinenwächter oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Sache ist. Ich meine, wir sind ja neugierige Menschen. Deshalb gucken wir uns nochmal das unsterbliche Ruinenkolossmonstrum an. Was geht? Der dümpelt da unten in seiner Arena rum. Ja gut. Ich schätze mal, bei ihm gibt's nichts Neues. Und ich schätze mal, bei der Abenteuergilde gibt es auch nichts Neues, oder? Dann war es das für Tag 1. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht die ersten vier Parts jetzt schon zusammenfügen in irgendwas. Und dass das dann so... Ja, ich hätte glatt gesagt, bei jedem Eventteil so ein... Teil ist. Aber scheint nichts Neues zu geben. Jo, ich meine, ich nehme noch kurz meine Erkundung an und dann verabschiede ich mich hier ordentlich. So, ja, dann war es das für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.